Ich unterrichte seit über 20 Jahren Schauspieler und habe darüber nachgedacht, ob ich mit der von mir entwickelten Methode nicht auch etwas tun kann für Menschen außerhalb des Schauspiels. Und mir hat das so viel Freude gemacht, dass ich das Atelier Escapade gegründet habe. Das Atelier Escapade ist eine Möglichkeit, seinem Wesenskern auf die Schliche zu kommen. Und meine Motivation dahinter ist, Menschen dabei zu begleiten, ihren Visionen, Träumen und Wünschen Raum zu geben und sie auszudrücken und vor allen Dingen sie umzusetzen und zu leben. Es geht eigentlich nur darum, das in uns schlummernde Potenzial freizulegen. Etwas, was ich jahrelang im Schauspiel erforscht habe, da immer sehr in einem sehr, sehr feinen Dialog mit mir und meinem Körper war, denn das ist ein komplettes Zusammenspiel. Und ein ganz wesentliches Element dabei ist Spannung und Entspannung. Das Verfeinern dieser Methode und immer wieder weiterforschen, das ist schon ein ziemlich langer Prozess. Ohne dass ich da das Gefühl habe, viel dazu getan zu haben, kamen dann so Dinge zu mir, wie die Anfrage vom Gräfe und Unser Verlag, ein Buch darüber zu schreiben. Und der Hörbuchverlag kam dann kurz darauf, da war das Buch noch nicht mal fertig geschrieben. Da ich selber sehr gerne Hörbücher höre, dann macht es doch auch Sinn, dass ich es selber lese, habe ich dann mich darüber auch sehr gefreut. Das Atelier Escapade stützt sich auf drei Grundpfeiler. Das ist der Raum, die Bewegung und die Verbindung. Es gibt zwei Atelier Escapade zurzeit. Das eine ist ausschließlich mit Menschen als Teilnehmern und das andere ist das Atelier Escapade mit Pferden. Das Pferd hat eine ganz zentrale Bedeutung heute in meinem Leben, dass ich das Gefühl habe, da ersetzt das Pferd einen Teil meiner Arbeit. Das Atelier Escapade ist für mich auch eine Aufforderung, den gewohnten Rahmen zu verlassen, einen Sprung aus der gewohnten Fassung zu wagen. Ich sage immer, dass die Eskapade eine Lebenseinstellung ist. Es ist ein Aufbruch in die Freiheit und sich darüber zu freuen, was das alles bewirken kann.